Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu Train Simulator 2015. Ja, in Kürze kommt ja 2016 raus und ich dachte, hey, Tom, du musst mal wieder reinschauen und jetzt haben sie mich hier in diesen Zug gesetzt. Ja. Wir können mal von außen gucken, damit ihr mal wisst, die kann ich dir besser aus als ich wahrscheinlich. Moment. Nee, das war... Ich muss echt alles neu lernen und so ein bisschen Nachsicht, YouTube. Irgendwie ist es auch dunkel. Und, naja. Hier habe ich hier einige Anhänger dran. Das ist ja schon übel. Da wird einiges an Gewicht zusammenkommen, ne? Habe ich mir einfach mal so zufällig zusammengestellt. Und wir gucken jetzt mal in der Rappelbude hier, wie das Ganze klappt. Signal ist grün. Was ich noch weiß und was nicht, ne? Das wird sicherlich spannend. So, Bremsen sind gelöst. Das sieht gut aus. Geht auch. Und wir lassen die gute Maschine mal anziehen. Licht habe ich schon angemacht. Ja, ich wollte eigentlich erst hier in Ruhe rumprobieren und dachte mir, hey, nehmen Sie doch einfach mit. Dann könnt ihr mir schon wieder Tipps geben und mir erzählen, was ich alles falsch gemacht habe. Also ich habe ja sehr viel Respekt vor diesem Spiel. Ne? Man denkt hier mal so, ach, hier ein bisschen ein paar Hebel ziehen und so. Nee, da war schon einiges mehr und ich habe viel verdrängt. Und wenn ich allein an PZB denke und diverse andere Fachausdrücke, dann kriege ich schon Ausschlag und ich hoffe einfach, ich bekomme es hin. Aber es ist immer noch eine sehr schöne Simulation. Wir dürfen 120 fahren. Das heißt, wir werden mal die Mühle hier ein bisschen hochdrehen. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. So, man hätte vielleicht doch eine andere Tageszeit wählen sollen, wenn man das denn schon spielt. Aber ist ja eigentlich auch mal ganz interessant. Ne? Also, wir haben immer noch grün. Ach ja, hier unten muss ich auch drauf achten. Ich hoffe, ihr müsst keine Weichen stellen, dann bin ich auch geschmissen. So, wir beschleunigen mal. Da kommen wir angerauscht. Da ist der Zug sogar ganz hübsch. Ich erkenne ja nichts. Da stehen sogar ein paar Autos. Also ich finde es ganz interessant, mal so eine Nachtfahrt, ne? Warum nicht? So. Gucken, ob wir die 120 überhaupt erreichen. Weil was der wohl für einen Bremsweg haben wird, ne? Wo sehe ich mich eigentlich jetzt hier nochmal? Ich bin wahrscheinlich hier mal das Ende. Grevenbrück 2. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich da anhalten muss, ich habe keine Ahnung. Ich meine, ist ja ein freies Spiel, aber die andere Frage ist, Tom, kannst du überhaupt anhalten? Was sieht doch ganz gut aus.
muss sogar wieder ein bisschen beschleunigen. Es ist wie gesagt nur mal zum Reinkommen. Also wir haben jetzt hier kein festes Ziel oder so, ne? Ich glaube, es ist sogar nur dafür da, um einfach die Züge mal zu testen, würde ich jetzt behaupten. Bin mir nicht so ganz sicher. Habe ich nicht auch so eine Kabinenleuchte irgendwie? Ne, das war ja nur plus minus. Foto machen. Bestimmt gibt es hier irgendwie eine Lampe. Aber wie willst du denn die hier finden? So viele Schalter. Steht auch nichts dran, wenn man drauf hält. So. Ist noch 60 drauf, haben wir vor 120. Aber wie gesagt, ich wollte ja hier mal anhalten. Das machen wir jetzt mal. Ich meine so, man muss spätestens hier, vor allem die Eisen gehen, wenn man so 50 drauf hat. Aber es ist ja auch von den Zügen her sicherlich unterschiedlich, ne? Gerade jetzt mit diesem Containerzug. Der, würde ich schätzen, sicherlich schwerer ist als so ein Personenzug. Aber hier will eh keiner einsteigen, also ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt anhalten sollte. Ich meine, ich werde es mal tun. Ja, wenigstens sehen wir jetzt mal ein bisschen was, ne? Ich halte mal an. Und wir switchen hier mal durch und gucken uns mal ein bisschen was an von dem Zug. Okay. Ja, besonders spannend ist das jetzt vielleicht dann doch nicht. Dann gucken wir halt nochmal rüber. Aber jetzt schaue ich mir erst mal die Lok an. Okay. So, was war jetzt mit dem Lichtschalter? Scheibenwischer. Engine Alarm. Headlamp. Da, der Schalter, oder? Den kann ich aber nicht bedienen. Komm schon. Der geht nicht, YouTube. Hier irgendwas? Nee. Schade. Also die geht definitiv nicht. So. Ich würde aber fast sagen, ich weiß nicht, es macht keinen Sinn, hiermit jetzt zu fahren. Das ist ja, aber ja kein Auftrag und nichts. Wobei, ist ja nur eine Probefahrt. Also nehmen wir noch ein Stück mit und fahren wir noch eine Runde, oder? Jetzt mal. So. Bremsen raus. Okay. Dann. Ist das denn eigentlich jetzt hier was? Das Ganze hier. So. Jetzt versuchen wir mal das Ding auf 120 zu bringen. Es
soll erst auch nicht erst Kreuzteil 2 soll ich halten, okay. Kilometer. Was mache ich denn hier? Nix. Zugbremse. Das heißt nur, dass die funktioniert, oder? Stehen sie. Warten, dass die Schranken hoch. Gehen die nicht jetzt hoch, oder? Ja. Starke Beschleunigung. So. Ist der nächste Bahnhof? Da dürfen wir nur noch 100 fahren. Da wir die gleich erreichen, gehe ich mal ein bisschen runter hier. Der war so schnell die Strafe, ne? Lass mal das Ding mal segeln. Quasi ohne Antrieb im Leerlauf. Nenne Stadt Megan 2, okay. Ja, mit 100 dürfen wir durchrauschen. Mal Signal geben. Können wir gleich durchfahren. So, nächster Bahnhof Alten 103. Ich kann nur ein bisschen beschleunigen. Ich überlege gerade, warte mal, es war doch A und D, oder? Ja, genau, genau. D ist dann weiter hoch. Ich habe hier eine leichte Steigung. Ja, also, das macht mir schon wieder Spaß. Ich habe schon wieder Bock drauf. Nur wenn mich diese AFB-Dingsbums-Geschichte, da will ich nochmal nachlesen. Und das kriegen wir auch hin. Da müssen wir irgendwie auch durch. Und ja, dann gucken wir mal, was uns da in Kürze erwartet. Macht man das eigentlich so, wenn ich mit so einem Güterzug hier durchrausche? Hupt man da oder lässt man das eher sein, so mitten in der Nacht? Kirchhundern 2, da müssen wir gleich anhalten. Rechts ist doch unser, oder? Ich hoffe mal. Oh. Schon wieder streng hier.
Ich muss ja eben ein bisschen runtergehen, dass wir hier rechtzeitig noch halten. Also nachts hat schon was. Es kommt jetzt drauf an, wie es euch gefällt. Könnt ihr gerne mal runterschreiben, ob das okay ist für euch. Soll ich mal so ab und zu mal eine Nachtfahrt machen. Dann vielleicht sogar das Video so als Nachtschwimmerfolge. Kennt ihr ja von mir, wenn die mal ein bisschen später kommen. Ist doch ganz passig dann eigentlich, ne? So, ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen um die Geschwindigkeit und ich gehe mal weiter runter. Dass wir auch wirklich rechtzeitig zum Stehen kommen. Mit dem Licht, das finde ich ein bisschen, da gibt es schon auch eine Schnelltaste, denke ich mal, um sich hier diese Cockpitbeleuchtung anzumachen. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass das geht. Schade, dass ich die jetzt nicht weiß, dass ich euch das jetzt gerade nicht bieten kann. Das tut mir leid, aber es war sehr spontan, dass ich es überhaupt aufnehme und ich dachte, hey, gucken wir mal rein. So, wir segeln wieder. Und halten jetzt leicht hier an. Die grünen Frauen machen mir Angst. Aber das ist ein anderes Thema. So. Mein Zug ist zu lang eigentlich, ne? Der ist so oder so zu lang. Und nu? Tom, du bist in Kirchhundern. Du wolltest nach Kreuztal 2. So, mal bremsen, weil er rückwärts rollt und jetzt fahr bitte wieder vorwärts. Denn wir haben ja nichts zu suchen. 19,48 Kilometer, bin ich überhaupt nicht näher dran gekommen. Hm. Ich dachte, das wäre nicht mehr so weit, aber ich kenne mich auch nicht so ganz mit diesen Dingen hier aus, aber ich denke mal. Aufgabe zeigen. Da. Kreuztal 2. Und wo sind wir? Wieder zentrieren. Da oben kommt unser Class 47. Und wir müssen dahin. Ja, schon noch eine Ecke. Das reicht, wenn man so langsam fährt. Ja, also bitte, liebe Eisenbahnfreunde und liebe Experten in der Richtung, gerade jetzt hier am Anfang, ne, nehmt ein bisschen Rücksicht auf mich. Ich bin jetzt lange nicht mehr Zug gefahren und habe keinen Zug geführt. Bis auf meine ICE-Fahrt letztens, aber da war ich nicht selbst am Steuern, das war auch gut so. Wir kommen da wieder rein. Wir finden das schon mit eurer Hilfe. Werden sicherlich auch meine Fachfragen gelöst werden. So, wie lange ich es wieder brauche, um da hochzuschwimmen, weil es hier jetzt bergauf geht, ne? Ja, das habe ich gerade vergeigt. Also ich weiß auch nicht, warum ich da... Fängt mit K an, da kannst du mal anhalten. Vielleicht bist du ja da, also... Keine Ahnung. Merkwürdig. Also auf jeden Fall ist der Zug ist echt schon tierisch laut, ne? Gut,
werde das mal hier beenden. Ich werde den zweiten Teil, ich werde das jetzt hier durchfahren lassen und den zweiten Teil noch hinterher auf. Denn ich würde schon ganz gerne dieses Kreuzteil 2 noch erreichen. Das ist zwar, wie gesagt, Nacht und man sieht nicht viel, aber die Gegend ist bestimmt schön. Ja, jetzt hier mit dem Wald und schon hügelig. Schon eine klasse Sache. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und danke für euer Feedback. Das ist mir jetzt hier gerade bei so einem Projekt ganz wichtig, wenn ich halt weiß, mache ich das hier für mich oder für uns, und ich würde mich freuen, wenn ihr da Spaß dran habt. Also macht's gut und schreibt mal rein, ob euch auch auf den TS 2016 freut oder ob euch den vielleicht sogar schon vorgestellt habt oder so. Würde mich mal interessieren. YouTube, macht's gut, ciao!